Herzlich willkommen zu einem aktuellen FRM-Spezial. An meiner Seite wieder der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Und Professor Patzelt, ich habe Sie beim letzten Gespräch hier in Dresden gefragt. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen, ob im 5., 6. oder 7. Lockdown-Monat. Und siehe da, es ist der 7. geworden. Am 1. Mai kratzen wir Monat Nummer 7 an. Hätten Sie das jemals vermutet, wenn Ihnen das im November jemand gesagt hätte, dass wir jetzt 7 Monate im Lockdown sind? Ich glaube, keiner von uns hat mit diesen Pandemie- und Lockdown-Ereignissen irgendwie gerechnet oder irgendwelche Erfahrung. Es war eher so, dass wir überrascht worden sind, überhaupt von unserer Hilflosigkeit angesichts der Corona-Pandemie, wie sozusagen verzweifelt wir darauf gewartet haben, dass überhaupt ein Impfstoff gefunden wird, wie wir uns dann gewundert haben, dass die Organisation des Impfgeschehens in einem früher einmal für seine Organisationskraft berühmten Staat so schleppend und mühsam gewesen ist. Jetzt freilich können wir uns allmählich auf das Ende dieser Ausnahmezeiten einstellen. Es scheint demnächst genügend Impfstoff vorhanden zu sein. Es scheint das Impfziel bis zum Bundestagswahlkampf erreicht zu sein. Und es scheint so, als würden wir im Herbst wieder ein normales Leben führen können. Und dann halten wir die letzten Monate auch noch durch. Ja, da bin ich noch am Zweifeln, ob das wirklich so schnell geht. Das Heft des Handels hat ja die Politik in die Hand genommen. Es gibt Wissenschaftler, Virologen, Soziologen, wie auch immer, die beraten die Politik. Und was glauben Sie jetzt? Hat die Politik etwas Gutes vollbracht im letzten Jahr oder ist sie kläglich gescheitert an der Corona-Pandemie? Naja, was wären die Kriterien für Erfolg oder klägliches Scheitern, wenn die Tatsache, dass Leute nicht nur mit, sondern auch an Corona gestorben sind, ein Scheitern der Politik ist, dann wird man die Messlatte wahrscheinlich falsch anlegen. Und wenn man glaubt, dass allein die Tatsache, dass wir lange Zeit unter den Inzidenzwerten und den Todesraten von anderen Staaten gelegen haben, wenn man das als einen Erfolg feiern will, legt man, glaube ich, die Messlatte auch falsch an. Mir scheint, dass wir viele Schwächen unseres politischen Entscheidungssystems, auch unseres Verwaltungssystems gesehen haben. Mir scheint, dass wir viele Schwächen der Weise gesehen haben, wie wir öffentliche Debatten über wichtige Themen führen. Aber wenn wir dann im Herbst zurückblicken können auf die Pandemie und die wirtschaftlichen Schäden nicht zu dramatisch sein sollten, dann werden wir sagen, ja, mein Gott, die Menschheit ist schon von vielen Pestepidemien, Cholera, Ausbrüchen und so weiter betroffen worden. Wir haben das vergleichsweise gut hinbekommen. Und wenn sich Politiker dafür auf die Schulter klopfen wollen, ja, dann sollen sie das tun. Wenn es schlecht ausgeht, beschimpfen wir sie ja ohnehin. Sie analysieren ja auch die Politik in Ihrem Blog. Man kann das ja lesen im Internet. Und ich habe mir mal solche, Überschriften herausgesucht. Die klingen ja nun nicht gerade nach Friede, Freude und Eierkuchen. Ruhe vor dem Sturm, Duett künftiger Verlierer, zerrieben und zerkriegt, politische Offenbarungseide. Das klingt wirklich nicht gerade so, als wären Sie zufrieden mit der Politik. Ja, das alles bezieht sich auf die CDU. Und mit der CDU bin ich ja nun wirklich nicht zufrieden. Machtfaktor. Die CDU ist lange Zeit die prägende Kraft der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Das drückt sich allein schon in den Jahren aus, in denen es CDU-Bundeskanzler und andere Bundeskanzler gegeben hat. Aber es ist die CDU eindeutig in keinem guten Zustand, dass sie sich einen regelrechten Bruderkrieg liefern musste, um den Kanzlerkandidaten zu bestimmen, dass fast der Nachfolger der Nachfolgerin, der amtierenden Bundeskanzlerin, vom zusammenbrechenden Gebälk der CDU erschlagen worden wäre. Das ist alles einfach zu sehen und ist eine Folge dessen, dass die CDU inhaltlich entkernt ist und dass die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel nicht darauf geachtet hat, rechtzeitig den Führungsstab ihrer Partei so zu übergeben, dass die Partei mit einiger Zuversicht in den Wahlkampf gehen kann. Ja, also Laschet ist ja jetzt der Kanzlerkandidat, der die CDU in neue Höhen führen soll. Er hat sich durchgesetzt gegen den CSU-Chef Markus Söder. Was sagen Sie zu der Sache? Wäre Ihnen Söder lieber gewesen? Ich bin ja häufig jemand, der nicht die Analysen teilt, die eine Mehrheit von Journalisten und Politikern vorbringt. Und an dieser Stelle sage ich, dass ich erleichtert gewesen bin, als Laschet den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gewonnen hat. Nicht deswegen, weil ich überzeugt bin, dass die CDU die Wahl gewinnen wird. Aber vermutlich wird sie mit Laschet weniger federn lassen, als sie mit Söder gelassen hätte. Und hier kommen meine Gründe dafür. Im Unterschied zu Söder ist Laschet kein Politiker, der jenes Charisma besitzt, mit dem man einen populistischen Wahlkampf führen könnte.
einen populistischen Wahlkampf hat da wohl Söder angekündigt. Er hat sogar ausdrücklich gesagt, es käme gar nicht auf Programme und Parteien an, sondern nur auf die Persönlichkeit. Das heißt, er bietet sich uns an als jener Führer, der den Willen des Volkes kennt. Und wenn wir ihm, Söder, vertrauen, dann wird er seine Partei und unser Land herrlichen Zeiten entgegenführen. Ein Typ dieser Art ist Laschet nicht. Er hat nicht die Södersche, charismatische, rhetorische, demagogische Ausstrahlungskraft. Das heißt, wenn er halbwegs erfolgreich sein will, muss er einen inhaltlichen Wahlkampf führen. Er muss sagen, welche Inhalte willen man die CDU wählen soll und nicht welche Person willen. Und das ist eine sehr deutliche Abkehr von den letzten Wahlkämpfen und vom Stil, mit dem Frau Merkel aufgetreten ist. Für sie reicht es am Schluss zu sagen, als sie um die Stimmen werben sollte, sie kennen mich. Bei Laschet braucht es Inhalte. Infolgedessen ist meine Hoffnung die, dass wir endlich einen inhaltlichen Wahlkampf bekommen und nicht Söderscher Populismus, den Populismus teils der AfD, teils der Grünen, teils der SPD sozusagen das Gegenbild liefert. Jetzt haben wir natürlich noch Friedrich Merz, der, also so habe ich geglaubt, eigentlich von der CDU-Basis lieber gesehen würde. Der hat sich jetzt aber nur dazu entschlossen, Laschet zu unterstützen. Laschet hat ihn in sein Wahlkampfteam geholt. Ist das eine Verbindung, die funktionieren kann? Mir scheint, dass das eine Verbindung ist, die funktionieren kann. Ich meine, Merz hat seinen Fehler eingesehen, sich nach seiner Niederlage bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden sozusagen als Wirtschaftsminister ausrufen zu lassen. Das war absehbar eine Torheit und nicht vom Erfolg gekrönt. Er hat aber zugleich zugesagt, er würde Laschet unterstützen. Und dass er jetzt gleich erklärt hat und auch schon beim Ringen um die Kanzlerkandidatur erklärt hat, dass er natürlich auf Seiten des CDU-Vorsitzenden stehen würde, das war ein Zeichen dessen, dass ihn seine politischen Instinkte nicht völlig verlassen haben und dass er zu seinem Wort steht. Und mit Merz kann Laschet auch jenen Kreis in der CDU an sich und in die Wahlkampfführung einbinden, welcher dem Treibern von Annegret Kramp-Karrenbauer sehr skeptisch gegenüberstand und welcher lange schon meinte, dass die von Frau Merkel vertretene Politiklinie für die CDU nicht gut sei. Wenn also das Bündnis Laschet-Merz funktionieren sollte, dann könnte es auch eine gewisse Chance dafür geben, nicht noch mehr bis dahin treue CDU-Wähler am Weitergehen zur AfD zu hindern und aufzuhalten. Das war ja auch bei vorherigen Gesprächen auch immer so ihre Einschätzung. Die Fehler der Politik kommen AfD und den Grünen zugute. Ich glaube, den Grünen ganz besonders in der jetzigen Zeit. In Bezug auf die Grünen wird man sagen, dass sie die Partei des Zeitgeistes sind, dass sie der Liebling der Massenmedien sind, dass Frau Baerbock, offenkundig Frau Merkel, als die Favoritin der deutschen Journalistenschaft abgelöst hat oder weiter ablösen wird. Und die CDU hat darauf reagiert, indem sie sich sozusagen zu einer Kopie der Grünen machte. Am deutlichsten vollzog das der populistische bayerische Ministerpräsident, der nicht nur anfing, Bäume zu umarmen, sondern bis heute unverdrossen davon redet, dass eigentlich der perfekte Partner für die Union die Grünen wären, denn das sei spannend, zukunftsgerichtet und so weiter. All diesen Leuten kommt nicht jenes Argument in den Sinn, das sie ständig verwendet haben, als es darum ging, ehemalige CDUler am Abdriften zur AfD zu hindern, nämlich dass der Wähler im Zweifelsfall nicht die Kopie, sondern das Original wählen würde. Nur bei der AfD war die CDU das Original, das schlecht kopiert worden ist. Bei den Grünen sind die Grünen das Original. Und die Hoffnung der CDU, in den Wählerschichten der Grünen wildern zu können, sie wird sich nicht im Bund erfüllen, ebenso wenig, wie sie sich in Baden-Württemberg erfüllt hat. Jetzt haben wir ja immer noch, jedenfalls bis September, die allmächtige Kanzlerin Angela Merkel auf ihrem Stuhl sitzen. Herr Batzelt, die Bundesnotbremse, die ja als Gesetz auch, Gesetzgebungsverfahren auch eingereicht wurde, glauben Sie, ist das wirklich notwendig geworden, jetzt noch Ausgangssperren einzuführen, nachdem man ja gesehen hat, dass nach 5 Monaten Lockdown wenig passiert? Mir scheint, dass diese Bundesnotbremse unnötig war und eine Eselei gewesen ist. Diese Eselei geht auf Initiative ganz wesentlich der Ministerpräsidenten zurück. Sie wollten die Verantwortung für unwillkommene und unpopuläre Lockdown-Maßnahmen nicht länger tragen. Sie wollten sie auf den Bund abschieben
Und einem gewissen Verantwortungsimperialismus der Kanzlerin kam das entgegen. Sie hat ja nach dieser Osterkrise, dem gescheiterten Osterlockdown, ja verkündet, dass natürlich sie am Schluss für absolut alles verantwortlich sei und somit auch für das. Das heißt, sie beansprucht tatsächlich, die politische Linie vorzugeben. Und das Ganze führte dann zu jenem jämmerlichen Schauspiel der deutschen Ministerpräsidentin, die im Bundesrat sich heftig darüber beklagten, dass der Bund nun die Selbstständigkeit der Länder nicht länger akzeptiere, dass er bis in die Kommunen hinein regiere. Und anschließend haben sie allesamt der Veränderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes zugestimmt. Es wäre nicht notwendig gewesen, es kam aber den Ländern und ihrer Flucht aus der Verantwortung sehr gut zu Pass. Kann das noch gekippt werden, verfassungsrechtlich? Glauben Sie, dass das eine Chance hat? Es hätte ein abstraktes Normenkontrollverfahren geben können, wenn ein Viertel der Mitglieder des Bundestages vor das Verfassungsgericht gezogen wären. Eine solche Mehrheit kam auch unter jenen Parteien, die das Gesetz abgelehnt haben, nicht zustande. Die FDP war weder in der Lage, mit der Linkspartei noch mit der AfD zusammenzuwirken. Jetzt gibt es eine Verfassungsbeschwerde von sämtlichen FDP-Bundestagsabgeordneten. Aber eine Verfassungsbeschwerde ist ja ein Instrument, das auf die Verletzung individueller Grundrechte abhebt und nicht darauf, dass ein Gesetz insgesamt der Verfassung oder wichtigen Bestimmungen der Verfassung widersprechen würde. Mir scheint, dass das Bundesverfassungsgericht durchaus sehr sorgfältig sehen wird, was denn da übers Ziel hinausgeht, insbesondere beim Eingriff in die Selbstverwaltungsrechte der Kommunen und so weiter. Das wollen wir getrost abwarten. Bislang haben die Gerichte sich als jene Institutionen erwiesen, die noch den kühlsten Kopf bei aller Pandemie-Hektik entfaltet haben. Aber ein einzelner Richter in Weimar, der hat jetzt ein großes Problem. Er hat Hausdurchsuchung, wurde sein Handy beschlagnahmt, nur weil er eben einen Beschluss gefasst hat, der nicht ganz konform zur gängigen Linie ist. Auch dieses Beispiel, die 50 Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich hier geäußert haben, ein bisschen sarkastisch teilweise, ja, hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber ist das Sagen der Meinung, die gegen den Mainstream ist, wirklich noch möglich? Sagen schon, aber man muss eben dann auch das Echo aushalten. Ne? Es ist immer schon so, dass nur derjenige durch die Äußerung seiner Meinung Vorteile hat, der genau das öffentlich äußert, was die meisten hören wollen und bejubeln. Das heißt, wenn man sich nun wirklich anpasst an das, was die meisten hören wollen, kann einem nichts passieren, sondern man wird zum viel bejubelten Sprecher der Mehrheit. Und wenn man dann ganz klein wenig neben der Mehrheitsmeinung ist, hat man sich früher sogar den Ehrentitel des Querdenkers eingehandelt, denn früher war das ein Ehrentitel. Heutzutage ist es so, dass das Äußern von Meinungen, von politischen Positionen, die der Mehrheitsmeinung nicht entsprechen, besonders teuer geworden ist. Das ist im akademischen Bereich schon seit vielen, vielen Jahren so, aber in den blicken ja die meisten nicht hinein. Seitdem es Schauspieler trifft und seitdem es Richter trifft, die nun wirklich vor entsprechendem Druck geschützt sein müssen, seitdem begreift die Öffentlichkeit, dass hier wirklich etwas grundsätzlich falsch läuft. Es ist in diesem Staat mit Liberalität und mit der Toleranz für Abweichendes nicht weit her. Und das ist umso bitterer, als eigentlich genau jene, die unerbittlich sind hinsichtlich von unerwünschten Meinungen, ansonsten immer das hohe Lied auf Diversität und Buntheit und Verschiedenheit legen. Die sollten das auch im Bereich der politischen Debatten aushalten. Es betrifft ja auch Wissenschaftler. Auch Sie haben ja darunter zu leiden gehabt, dass man, da Sie sich mit Pegida beschäftigt hatten damals, dass Sie das auch ein bisschen fachlich aufgearbeitet haben, wissenschaftlich aufgearbeitet, dass Sie der Pegida sehr nahe gestanden hätten. Zu leiden gehabt, ist etwas zu hoch gegriffen. Ja, okay. Ich bin dadurch in einer Weise öffentlich sichtbar geworden, die viele Leute nicht erfreut hat, sei es, weil sie professionellen Neid entfalteten, sei es, weil sie partout nicht wollten, dass eine andere Position als die ihre durchschlägt. Und dann setzten sich natürlich Verleumdungsketten ins Werk. Und die Verleumderei von Personen, die Unerwünschtes äußern, das ist in der Tat zu einem Grundübel unserer Gesellschaft geworden. Und wer keine so starke innere Statur hat wie ich und nicht mein Ausmaß an persönlicher und materieller Unabhängigkeit besitzt, für den kann es bitter ausgehen. Professor Patzelt, was werden wir denn in den nächsten Monaten für einen Wahlkampf erleben? Wird das ein fairer Wahlkampf sein oder wird dort richtig schmutzige Wäsche gewaschen? So wie ich vorhin meine Freude darüber ausdrückte, dass mit Laschet ein
wie mir scheint, nicht Populist zum Kandidaten der CDU gemacht worden ist, gibt es eine bestimmte Chance, dass dies ein Wahlkampf wird, der nicht nur mit Schmutzbewerferei und Auskramern der schlimmsten aller Schubladen geführt wird. Wenn es gelingt, eine klare inhaltliche Auseinandersetzung mit den Politikzielen der CDU und den Politikzielen der Grünen zu führen, um die herum sich dann die anderen Wahlbewerber von der AfD bis zur Linkspartei rankern, dann kann es durchaus ein erhellender Wahlkampf werden. Denn es ist so, dass das große Ablenkungsthema diesmal nicht ziehen wird, nämlich wie hält es die CDU mit der AfD? Auf Bundesebene droht weder eine Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD, noch gar eine Koalition. Es ist sowas voll und ganz undenkbar, auch wegen der Rolle des Bundesrates ganz und gar undenkbar. Infolgedessen ist dieses ganze Überdeckungsthema nicht da. Und es muss sich sowohl die politische Debatte wie auch die politische Berichterstattung auf die konkurrierenden Parteien Union und Grüne konzentrieren. Und da hängt dann freilich vieles davon ab, wie weit es die Journalistenschaft mit dem, sagen wir mal, Welpenschutz treibt, der zugunsten von Frau Baerbock angewandt wird. Der näherte man sich bislang in einer Mischung aus Freundlichkeit und Devotheit. Und wie lange das Ganze anhält und eine wie gute Figur Frau Baerbock dann in einem zermürbenden Wahlkampf machen wird, das ist eine der offenen Fragen. Genauso wie offen ist, wie gut sich Laschet bundesweit als Wahlkämpfer tatsächlich macht. Dass er es können kann, hat er ja in NRW bewiesen, wo er aus einer für aussichtslos erklärten Position dann eben doch noch es zum Ministerpräsidenten geschafft hat. Wäre Rot-Rot-Grün möglich? Mir scheint, wann immer es die Chance gibt, die Union aus der Regierungsverantwortung zu verdrängen, werden die Grünen diese Chance ergreifen. Am wenigsten gern werden sie sie ergreifen, wenn sie mit der Linkspartei koalieren müssten, weil es hier allzu viele Unverträglichkeiten gibt und weil die Linkspartei überwiegend auch gar nicht mitregieren will, weil sie sonst von ihren pazifistischen Grundsätzen abrücken müsste. Aber wenn es eine Chance gäbe, ein grün-rot-gelbes bzw. wenn die FDP sich noch als blau verstünde, blaues Bündnis hinzubekommen, dann glaube ich, wird ein solches Bündnis tatsächlich geschlossen werden, weil man es der grünen Basis überhaupt nicht erklären könnte, warum man ausgerechnet mit der abgrundtief verachteten CDU ein Regierungsbündnis eingeht, wo man doch das eigentlich gute, moralisch wertvollere Bündnis mit den Sozialdemokraten unter Beimengung der FDP auch haben könnte. Also es wird auf jeden Fall spannend. Die Messen sind noch längst nicht gelesen, nehme ich an. Also mir scheint, dass es völlig offen ist, welche Dynamik der Wahlkampf entwickelt und in welche Stimmenverteilungen die Dynamik des Wahlkampfes das Land führen wird. Und dann werden wir auch sehen, wie lange der Lockdown dauert und wie die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Menschen sich dann letztendlich in Wählerstimmen auszahlt. Es hängt dann vieles davon ab, wem es gelingt, die Schuld an den üblen Nebenwirkungen der Corona-Pandemie zuzuschreiben und wer auf sein Habenkonto schreiben kann, was alles gelungen ist. Und der Streit darüber hat ja längst begonnen. Wir werden das weiter verfolgen. Ich hoffe, Sie werden uns auch ab und zu wieder dazu ein erklärendes Gespräch liefern. Und noch kurz eine Erklärung von mir. Die Geräusche, die Sie hier im Hintergrund gehört haben, das ist nicht der Dresdner Zoo, sondern das sind Handwerker hier. Es klang manchmal ein bisschen sehr laut. Ich hoffe, Sie können das entschuldigen. Ihnen, Professor Patzelt, vielen Dank. Kommen Sie gut durch den Frühling und ich denke, wir hören und sehen uns. Gerne wieder.